Hallo, ich bin's mal wieder, Ihr Filmkenn, und ich hoffe, Sie glauben mir oder stimmen mir zu, wenn ich sage, dass kaum ein Film in der breiten Öffentlichkeit so stark diskutiert wurde wie Barbie. Wie kann das sein? Ein Film über Puppen, der weibliche Stereotypen reproduziert. Ja, wer den Film gesehen hat, der kennt die Antwort und weiß, dass eine Diskussion über Feminismus jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Und das ist gut so. Und Sie haben bestimmt auch an zahlreichen Diskussionen teilgenommen. Ich kenne kaum Leute, auch alle Personen aus dem Team, die gerade hier sind, haben ihn gesehen. Und wir haben eine Stunde vor Aufnahme sehr intensiv über den Film gesprochen. Es geht Ihnen wahrscheinlich auch so. Es ist definitiv ein Film, der in jede Pore des Körpers eindringt. Und es ist auch nicht möglich, den Film jetzt aus der Sendung zu verdrängen. Wir haben bisher nicht drüber gesprochen, deswegen fühlen wir jetzt auch die Verantwortung, es tun zu müssen. Und es ist passiert mit einer relativ durchschnittlichen, moderativen Überleitung. Und ich frage jetzt, was hat eigentlich Barbie mit die Theorie von allem zu tun? Das und noch viel mehr in dieser Sendung. Das queere Drama Blue Jean aus Großbritannien. Die ebenfalls britische Tragikomödie Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Die Neuverfilmung von Das fliegende Klassenzimmer. Das deutsche Drama Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Und wir berichten vom Film- und Medienforum in Lüneburg und dem 30. Filmfest Oldenburg. Kommen wir jetzt von pastellfarbener feministischer Theorie zur schwarz-weißen Theorie von allem. Physik, ein richtiges Männerthema. Aber was haben Barbie und die Theorie von allem jetzt miteinander zu tun? Also Barbie ist ja ein Film, der auch mit der Idee von Multiversen spielt. Es gibt zwei Welten in diesem Film. Die das Barbie-Land, in dem alles wunderbar ist und die Welt ist progressiv und Frauen beherrschen die Welt und können alles sein, was sie wollen. Und dann gibt es die echte Welt, die vom Patriarchat beherrscht wird. Und auch in die Theorie von allem geht es um das Multiversum. Das ist ja durchaus auch ein Thema, was sehr populär gewesen ist in den letzten Jahren. Man denke an das Marvel Cinematic Universe, Serien wie Rick and Morty. Und dann gibt es natürlich auch Arthouse-Hits wie Everything, Everywhere, All at Once, in denen es auch um die Existenz von vielen parallelen Welten geht. Das alles hier wird jetzt allerdings sehr klein gehalten. Es ist ein düsterer Noir-Krimi eigentlich und spielt in den Schweizer Alpen. Im verschneiten Hotel in den Schweizer Alpen scheint die Zeit wie stillgestanden. Wie Wellen brechen die Wolken an den Gipfeln und frieren ein. Johannes und sein Doktorvater besuchen dort einen Physikerkongress. Gleichzeitig arbeitet Johannes an seiner Doktorarbeit, die sein Professor als mathematische Esoterik abtut. Herr Leinert arbeitet an seiner Dissertation. Seit fast 2 Jahren wäre mit erfolglos. Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Dessen deutscher Konkurrent hingegen ist begeistert und ermutigt den jungen Wissenschaftler an seiner Idee festzuhalten. Letztlich geht es darum, ist das hier die einzig wirkliche Welt oder gibt es nicht auch noch parallel existierende Welten, in denen die Dinge anders verlaufen wären? Das hier könnte sich als richtungsweisend erweisen. Johannes muss realisieren, dass Wahrheit auch immer davon abhängig ist, mit wem man spricht. Selbst wenn es um die Wissenschaft geht. Je tiefer er sich in seine Arbeit vergräbt, desto besessener wird er. Professor Blumberg, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ich werde abreisen. Adieu. Als plötzlich Menschen aus dem Hotel verschwinden und eine Frau in sein Leben tritt, die Dinge weiß, die sie eigentlich gar nicht wissen kann, scheint er einer Verschwörung auf die Spur zu kommen. Die Realität gerät aus den Fugen. Und Johannes kennt die Formel dafür. Wir sind auf der Spur noch ein paar Männer. Sie stecken hinter allem. Ein forensisches Phänomen. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass es sich um einen Unfall handelt. Karim! On dirait que vous avez vu un fantôme. Wen haben Sie wirklich hier gesucht? Bleibt stehen! Formelhaft kann man die Theorie von allem definitiv nicht nennen.
auch wenn er sich klar an den Genremustern eines Film-Noirs orientiert. Es handelt sich um einen der erfrischendsten deutschen Filme der letzten Jahre. Regisseur Tim Kröger hat ein Händchen für dichte Atmosphären und Spannung und beweist mal wieder, dass nicht alle Rätsel gelöst werden müssen. Trotz allen Wagemuts kann man jedoch nicht leugnen, dass der Thriller in seiner zweiten Hälfte zu einem dramaturgischen Labyrinth wird. Die Erzählung verliert ihren Fokus, verliert an Fahrt, gerät ins Straucheln. Die Zeit dehnt sich. Eine Punktlandung ist die Theorie von allem nicht, aber sehenswert allemal. Im Großbritannien der 80er Jahre, das ist noch gar nicht so lange her, unter der Regierung von Margaret Thatcher war Homosexualität noch per Gesetzestext verboten. Oder zumindest das Reden darüber, die Aufklärung. Man durfte nicht positiv über Homosexualität berichten. Und auch an Schulen durfte nicht darüber aufgeklärt werden. Und an eine dieser Schulen, da hat Jean gearbeitet. Die ist Lehrerin und lesbisch und ihr Schicksal steht repräsentativ für das Schicksal von vielen homosexuellen Personen in Großbritannien der 80er Jahre. Klara Wignanek erzählt Ihnen jetzt mehr. Jean führt ein Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie als Sportlehrerin. Sie macht ihren Job gut. Sie ist engagiert, wird von ihren SchülerInnen gemocht und respektiert. Nachts aber trifft sie sich mit ihren Freundinnen in queeren Bars. Niemand darf wissen, dass sie lesbisch ist. Das könnte sie ihren Job kosten. Eines Abends trifft sie ihre Schülerin Lucy in ihrer Stammkneipe. Die ganze Sache spitzt sich zu, als Lucy beschuldigt wird, eine ihrer Mitschülerinnen angegriffen zu haben. Jean muss nun entscheiden, wo sie steht und ob sie ihrem neuen Schützling helfen kann. Blue Jean versetzt uns auf mehrere Arten in die späten 80er. Das körnige Bild des 16mm Materials und die Farbpalette aus Rot und Blau lassen uns keine Sekunde an Ort und Zeit zweifeln. Die Politik unter der Eisernen Lady ist zu jedem Zeitpunkt allgegenwärtig. Sei es durch Fernsehberichte, die laufen, durch große Plakate auf Hauswänden, die vor der vermeintlichen Gefahr durch Homosexualität warnen, oder durch Gespräche im Lehrerzimmer. All das sieht und hört Jean. Sie bewegt sich in Feindesland. Das ständige Lügen, die Angst, erwischt zu werden und somit alles zu verlieren, vielleicht sogar verhaftet zu werden. Die Stimmung, die der Film erzeugt, drückt mit so einer immensen Kraft auf den Brustkorb, dass man kaum atmen kann. Kraftvolle Bilder machen die eindrucksvolle Filmerfahrung komplett. Blue Jean wirft den Blick auf ein einzelnes Schicksal und erzählt trotzdem stellvertretend für eine riesige Gruppe unserer Gesellschaft. Eine gelungene Zeitreise, die schockiert und doch hoffen lässt. Heute immer noch relevant, stark, wunderschön und sensibel erzählt. Ich denke, die wenigsten von uns fühlen sich jederzeit perfekt. Gut genug. Enough. Und solche Figuren sehen wir auch gerne im Kino. Figuren, die auch fehlerbehaftet sind. Ob sie jetzt blond und fragil sind oder eben Harold Fry. Um den geht es nämlich in die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an den Roman von 2012. Das war damals ein absoluter Bestseller und wurde jetzt endlich verfilmt. Und ob das Buch, so wie sonst eigentlich auch, immer besser ist als der Film oder ob das eigentlich egal ist, das verrät Ihnen jetzt Chris Ostermann. Alles beginnt mit dem Brief einer ehemaligen Kollegin, die im Hospiz liegt. Warum diese Nachricht Harold Fry aber so aufrührt, dass er einen Fußmarsch quer durch England antritt, um Queenie zu besuchen, erfahren wir dann im Laufe des Films. Beim Lesen des Buches vor vielen Jahren hat mich die einfache Geschichte gleich berührt. Ein Mann, der nie wandern war, folgt einem spontanen Impuls und begibt sich auf eine 700 Kilometer lange Pilgerreise und kommt dabei mit sich ins Reine. Was ich hier mache, kann jeder machen. Man muss nur loslassen, die Dinge, von denen man meint, dass man sie braucht. Ich habe mein ganzes Leben lang doch nichts getan. Und jetzt endlich tue ich was. Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry hat wahrscheinlich deswegen so viele Menschen berührt, weil die Sehnsucht, einfach mal alles liegen zu lassen, statt immer durchs Leben zu hasten, in vielen schlummert.
Als ich den Film aber sah, wurde mir bewusst, was mich damals schon beim Durchschmökern gestört hatte. Die Hintergrundgeschichte, weswegen Harolds Sohn Probleme hat und wieso Harold und seine Frau eigentlich keinen Zugang zu ihm finden, bleibt im Film wie im Buch bruchstückhaft und ebenso wenig greifbar wie die Beziehung zwischen Harold und seiner Frau. Das ist schade, denn eigentlich ist die Geschichte zauberhaft erbaulich und man möchte diesem Harold mit dem treuen Hundeblick einfach glauben und man möchte spüren, wie er sich wandelt. Aber auch der wunderbar bodenständig liebenswürdig spielende Jim Broadbent kann hier das unklare Buch nicht ausgleichen. Wobei es zumindest der Kamera immer wieder toll gelingt, mit sehr ausgefeilten, nahbaren Aufnahmen innere Gefühlswelten anzudeuten und mit kunstvollen Rückblenden das Schicksal des Sohnes und die Hilflosigkeit der Eltern zumindest anzuerzählen. Ich laufe quer durch England und rette so eine Frau vor dem Tod? Vielleicht braucht die Welt jetzt genau das. Etwas weniger Vernunft oder ein bisschen mehr Vertrauen. Manche Romane sind sogar so gut, dass sie mehrfach verfilmt werden. Dass ein Erich Kästner-Roman, Das fliegende Klassenzimmer, jetzt schon zum vierten Mal verfilmt wird, ist eigentlich kein Wunder. Es ist ein absoluter Klassiker der deutschen Kinderliteratur. Und der findet, wie gesagt, jetzt zum vierten Mal seinen Weg in die deutschen Kinos. Und meine Kollegin Clara hat das zum Anlass genommen, um so ein bisschen in der Vergangenheit zu wühlen, zu schauen, was ist die beste Verfilmung und zu welchem Schluss sie da gekommen ist. Das verrät sie Ihnen jetzt. Nächstens wird er noch das Atmen vergessen. Ich kann nicht genau erklären, was mich an Das fliegende Klassenzimmer immer so fasziniert hat. Vielleicht ist es die romantische Vorstellung, auf ein Internat zu gehen. Die Freundschaft zwischen den jungen Mats, Johnny, Martin, Sebastian und dem kleinen Uli. Oder ich wollte einfach immer schon in einem abgehängten Zugwaggon wie der Nichtraucher wohnen. Eventuell ist es auch eine Mischung aus allen dreien. Mal davon abgesehen, dass die erste Version von 1954 den perfekten Weihnachtsfilm für mich darstellt, war das auch die erste Verfilmung, die ich gesehen habe. Es folgten eine in den 70ern, in den 2000ern und nun 2023. Immer wieder hat man mit der Zeit die Geschichte angepasst. Doch Themen wie Freundschaft, Mut und Courage waren eigentlich immer Teil der Geschichte. Mit der aktuellen Verfilmung haben sich auch wieder ein paar Sachen geändert. Und ich muss mich unweigerlich fragen, ob das noch mein fliegendes Klassenzimmer ist. Von Schnee und Winter keine Spur. Der Konflikt wird nun zwischen Stadt- und Dorfkindern vor Bergseekulisse ausgetragen. Justus Böck wird gespielt von Tom Schilling und Professorin Kreuzkamp von Hannah Herzsprung. Und der Neuzugang im Internat ist ein Mädchen und heißt Martina. Es ist gut, wenn sich solche Stoffe weiterentwickeln, moderner werden. Und auch der Geschlechtertausch und die diverse Besetzung waren bitter nötig. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die Geschichte ihre liebevollen Ecken und Kanten verloren hat. Glatt gebügelt, gezwungen hip und kindgerecht. Klar, die Verfilmungen davor sind aus einer anderen Zeit, waren nicht perfekt und vieles würde man heute definitiv nicht mehr so machen. Aber ob es die neue Version jetzt viel besser gemacht hat, kann ich nicht bestätigen. Mein Favorit bleibt die Version von 1954 und natürlich die Buchvorlage selbst. Sehr schön, Ferdinand. Aber nun komm, sonst bleibst du in diesem Jahr wieder sitzen. Für die Büchermäuse unter Ihnen habe ich jetzt noch einen Kinotipp, und zwar das Biopic über Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Das sind eine Autorin und ein Autor, die sehr aktiv in der Nachkriegszeit geschrieben waren, sehr populär waren und wohl von einer intensiven Hassliebe getrieben wurden. Und um die dreht sich dieser Film. Man könnte fast sagen, für unser junges Publikum, es waren Barbie und Ken in der deutschen Literatur in den 50er Jahren. Wobei Max Frisch ist auf jeden Fall Schweizer, das weiß ich. Ingeborg Bachmann, keine Ahnung, ich kann nicht lesen. Chris Ostermann verrät Ihnen jetzt mehr über den Film. Wenn heute ein selbstbewusst feministischer Film wie Barbie über 5 Millionen Deutsche ins Kino bringen kann, könnte bei Jüngeren in Vergessenheit geraten, dass es erst mutige Frauen brauchte, die überhaupt den Weg freigemacht haben für weibliche Perspektiven im Kino. Was die deutschsprachige Literatur angeht, gilt Ingeborg Bachmann als die bedeutendste Lyrikerin des letzten Jahrhunderts. Und nun hat die wahrscheinlich bedeutendste deutsche Filmemacherin Margarete von Trotter
Bachmann ein Porträt gewidmet. Sie stellt dazu die offene, aber enge Beziehung zwischen Bachmann und Max Frisch ins Zentrum und offenbart über deren Gegensätzlichkeit die absolute Freigeistigkeit, die Ingeborg Bachmann und ihr Werk ausmacht. Ein Schriftsteller lebt von der Sprache und nicht von dem Leben anderer Leute. Schon gar nicht von dem seiner eigenen Frau. Ach, und in all deinen Erzählungen komme ich deiner Meinung nach nicht vor? Sie schreiben über Männer, das sind Metaphern, das sind Spiegelbilder meiner selbst. Weil du mit der Lüge lebst. Ich bin aber auf die Wahrheit angewiesen. Wir hatten einen Pakt. Und der wäre? Ein Pakt, der nichts mit der Treue im üblichen Sinn zu tun hat. Ein Pakt, der mit Vertrauen zu tun hat. Und was du machst, ist Verrat. Verrat an diesem Vertrauen, am Anvertrauen, Verrat am Geheimnis. Verrat. Oh, gerade von dir, so ein großes Wort. Bei all deinen Geheimnissen. Es gibt nur das Geheimnis zwischen zwei Menschen, die sich zusammentun. Das ist der Pakt. Ich würde dich nie benutzen für meine Arbeit. Die tollkühne, ja geradlinige Art dieser Vorkämpferin in einem männlich dominierten Literaturbetrieb beeindruckt. Und man muss Bachmann nicht gelesen haben, um diese ungewöhnlich freisinnige Frau zu mögen oder zumindest ein Verständnis von ihr zu bekommen. Bachmann-Kundige werden auch vielleicht die Fokussierung auf die Beziehung mit Frisch kritisieren. Aber leider passt eben nicht jede wahre Geschichte und auch Theoriediskussion in einen Film. Dieser feministische Diskurs aber, der über das Aufeinandertreffen des bürgerlichen Frisch mit der freidenkerischen Bachmann funktioniert, ist vielleicht nicht so bunt wie bei Barbie und Ken, aber nicht minder scharfsinnig und anregend. Vor allem aber zeigt der Blick zurück in die 60er, dass der Weg bis zur Emanzipation für Barbie noch ein weiter war. In meinen Geschichten sehen die Männer die Frauen immer als Heilungswesen. Das zerstört werden muss? Sie zerstören sich selbst, im Gegenteil. Die Männer versuchen, die Frauen zu schützen. Sie glauben, das gelingt? Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert. Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Über manche Filme können wir in dieser Sendung leider nie sprechen, weil sie nicht ins Kino kommen. Es liegt daran, dass die vielleicht etwas spezieller sind und deswegen glauben viele Menschen nicht an die. Und deswegen kriegen sie keine Kinoauswertung. Und weil wir eben eine Kinostartsendung sind, gehen die irgendwie unter. Aber wir sind eben auch eine Festivalsendung. Wir fahren auf die Filmfestivals in Niedersachsen und wir waren jetzt auf dem Filmfest Oldenburg. Und das ist so eine Art Auffangbecken für genau diese Filme. Wir hatten dort die Gelegenheit, mit dem Festivalleiter Thorsten Neumann zu sprechen. Und der hat auch eine kleine Empfehlung für Sie und mich gehabt, und zwar Robot Dreams. Vielleicht kommt er sogar ins Kino. Thorsten Neumann meinte zumindest zu mir, dass er auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Oscars ist. Das heißt, vielleicht sollte man sich den Namen mal aufschreiben, auf dem Schirm behalten. Es ist wohl ein ganz süßer Animationsfilm über einen Hund und einen Roboter im New York der 80er Jahre. Das klingt doch schon mal spaßig. Und worüber Thorsten und ich noch so gesprochen haben, das sehen Sie jetzt in meinem Festivalbericht. Woran erkennt man, dass man auf dem Filmfest Oldenburg ist? Man geht über den ein oder anderen roten Teppich, an Fotoleinwänden vorbei und dann sieht man da diese ganzen Statement-Poster. Find Your Wild, Rules Are for Dogs und überall findet man Katzen. Du bist eher ein Katzenmensch, oder? Ja, bin ich, tatsächlich. Bin ich schon immer gewesen, aber ich finde auch Hunde ganz süß. Die Katze ist tatsächlich ein bisschen unabhängiger und hat ihren eigenen Kopf. Diese Sprüche, die wir jetzt so seit der Pandemie, als wir so diese digitale Werbung gemacht haben, für uns als Claims entdeckt haben, die ja eigentlich, die wir als Katzensprüche gefunden haben, die passen so super auf das Festival. Also Rules are for Dogs muss ich dann immer wieder mal erklären, den Hundebesitzern, dass das nicht gegen Hunde gewendet ist. Und Find Your Wild ist ja so, das versteht, da kann sich ja jeder drin finden auch. They told me that you had gone totally insane and that your methods were unsound. Festivalleiter Thorsten Neumann ist ein Showman.
Im Festival-Trailer erweist er dem Kriegsfilm Apocalypse Now seine Ehre. I don't see any methods at all, sir. Doch es gibt eine Methode, mit der Thorsten und sein Team die Filme auswählen, die sie dem Publikum präsentieren. Unabhängig und eigenwillig müssen sie sein. Wir haben uns ja immer schon vorgenommen, dass wir wirklich die Filme suchen, die wir toll finden, egal was die für eine Geschichte erzählen. Was ist genau dieses andere Kino, von dem du da sprichst? Also meinst du, du kannst es noch genauer in Worte fassen? Was sind die Filme, die das Filmfest Oldenburg zeigen will? Nee, kann ich glaube ich nicht. Es gibt so ein Kino, was so schwerer in Kategorien geht. Also die Verwertung oder das Verleihsystem, das versucht immer, Filme sich zu schnappen, die so leichter zu definieren sind. Es ist entweder ein Drama oder es ist ein Horrorfilm oder es ist ein großer Actionreißer oder was auch immer. Und wenn es so ein Kino gibt, was so nicht so leicht irgendwo reinpasst, das ist so ein Kino, was manchmal, finde ich, noch viel toller ist als alles andere, weil es dich auf so eine neue Reise nimmt. Also weil du als Zuschauer was siehst, was du nicht schon 10-mal gesehen hast. Wenn wir das auffangen können, dann finde ich das, dann machen wir alles richtig. Viele dieser besonderen, wilden Filme finden im Kino leider nicht ihren Platz. Aber in Oldenburg schon. Filmfestivals sind einerseits eine Plattform für Filme, die es vielleicht im Kino schwer haben, aber sie sind auch ein Ort zum Netzwerken für junge FilmemacherInnen. Und es gibt sogar einige Veranstaltungen, zum Beispiel das Film- und Medienforum in Lüneburg, das es einmal im Jahr gibt, wo FilmemacherInnen sich auch zusammensetzen, ihre Ideen vorstellen können, ob die jetzt wirklich nur eine Idee sind, ob die schon ein Drehbuch sind oder ob sie gerade gedreht werden. Und die Veranstaltung wollten wir Ihnen einmal gerne präsentieren, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, wie das so eigentlich aussieht, wie Filmideen entstehen. Und den hat meine wunderbare Kollegin Annika für Sie gemacht. Da schauen wir doch mal rein. Das Film- und Medienforum ist für uns wertvoll, weil es wirklich eine sehr Niedersachsen-spezifische Filmveranstaltung ist für die Branche, die tatsächlich ja hier nicht groß ist und deswegen, glaube ich, wirklich eben auch einen guten Beitrag dazu leistet, dass man sich trifft, dass man Impulse setzt und einfach die Filmbranche weiter vorantreiben kann. Seit 14 Jahren findet jährlich das Film- und Medienforum, kurz FMF, in Lüneburg statt. Dort können sich Filmschaffende und Begeisterte spannende Panels zu Themen anhören, die die Branche aktuell bewegen, sich mit Gleichgesinnten vernetzen und wichtige Kontakte knüpfen. Florian Vollmers, der Geschäftsführer des Film- und Medienbüros Niedersachsen, findet, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir Foren haben, auf denen wir zusammenkommen können, um uns auszutauschen und uns über aktuelle Themen, die uns auf den Nägeln brennen, auch wirklich persönlich face-to-face unterhalten zu können. Wer kommt eigentlich zum FMF? Das weiß Cornelia Köhler. Sie ist Redakteurin beim Film- und Medienbüro Niedersachsen. Leute aus Niedersachsen, aber auch Leute aus Deutschland und aus der ganzen Welt. Sowas finde ich auch maximal inspirierend, über den niedersächsischen und deutschen Tellerrand hinauszuschauen in die Welt. Gegenseitige Inspiration ist sehr wichtig für Menschen vom Film und Fernsehen. ProduzentInnen, SchauspielerInnen, RegisseurInnen können hier in den Austausch kommen, denn das FMF bietet die ideale Plattform dafür. Seit einigen Jahren beginnt das Film- und Medienforum ja immer mit einer Pitch-Session, wo Filmschaffende ihre Fiction- und ihre Dokumentarfilmprojekte vorstellen können. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Chance und sehr wichtig, gerade für auch aufstrebende Filmschaffende. Vor einer Jury von ExpertInnen aus der Film- und Fernsehbranche stellt der kreative Nachwuchs seine Projektideen innerhalb von 5 Minuten vor. Ist ein Jurymitglied begeistert von einer Idee? Gibt es die Möglichkeit, Feedback zu geben und Kontakte auszutauschen? Ich habe mit meinem Bruder vor 2 Jahren gepitcht, vor, ich glaube, 10 Redakteurinnen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich sehr schnell mit der Premedia zusammen das Drehbuch weiterentwickelt und geguckt, wie wir das Projekt finanzieren können, wie wir diesen Teaser, den Konzeptteaser, den wir jetzt gedreht haben, finanziert bekommen oder überhaupt ermöglichen können. So wird aus einem Pitch ein Work in Progress. Die Idee wird realisiert. Und das haben wir jetzt 5 Jahre geschrieben. Das wurde für den Deutschen Drehbuchpreis vorgeschlagen. Und
wir hoffen sehr stark, dass wir das schnell finanziert bekommen. Auch im nächsten Jahr wird das Film- und Medienforum im beschaulichen Kloster Lüne stattfinden. Es ist eine Gelegenheit, die sich aufstrebende Medienschaffende auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Wenn nicht um Kontakte zu knüpfen, dann immerhin um etwas zu lernen und eine gute Zeit zu haben. Falls Sie Barbie noch nicht gesehen haben, leben Sie unter einem Stein oder wollen Sie ihn noch mal schauen wollen, dann können Sie das jetzt tun. Er läuft bestimmt auch noch in einigen Programmkinos, aber ist auch bereits im Stream auf DVD und auf Blu-ray zu finden. Wir haben aber natürlich noch einen ganzen Schwung von Filmen, kleine Geheimtipps für Sie, die wir auch bereits in unserer Sendung vorgestellt haben teilweise. Was so im Stream startet diesen Monat, verraten wir Ihnen jetzt. Nicht ohne Grund gewann Das Lehrerzimmer die Hopp-Preise beim Deutschen Filmpreis und geht deswegen nun auch als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen. Dem Drama gelingt eine sehr feine Milieustudie des Mikrokosmos Schule, in dem Kinder mit unterschiedlichsten Hintergründen auf engagierte und auch resignierte LehrerInnen treffen, die zumindest versuchen, all das an sozialen Verhalten zu vermitteln, was schon im Rest der Gesellschaft nur schwer gelingen mag. Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine. Willst du mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Neue Szene und... The Ordinaries spielt in einer fiktiven Gesellschaft, die in Hauptfiguren, Nebenfiguren und Outtakes, also aus dem Film herausgeschnitten, einteilt. The Ordinaries ist eine Liebeserklärung ans Kino, voll überbordener Fantasie, Spielfreude, Witz und Tempo. Und mit ganz nebenbei eingebauter subtiler Sozialkritik. Oh mein Gott, bist du asynchron? Nein! Oh, schon wieder! Wenn die das vom Institut erfahren, dann schneiden sie ihn raus! Mama! Mama! Rodeo begibt sich mit der ungestümen Julia in das Milieu von illegalen Motorradrodeos. Das französische Vorstadtdrama ist das raue Porträt einer Unbeirrbaren in einer Männerdomäne. Ungewöhnlich und sehenswert. Der russische Petrovs Flu, Petrov hat Fieber, ist ein hochkomplexer Bilderrausch, der uns durch die Augen des fiebernden Petrov die russische Gesellschaft wie in einem Zerrspiegel erleben lässt. Wer verwegen surreales Kino schätzt, wird am Finnischen die Geschichte vom Holzfäller seine Freude haben. Aber anders als sonst bei finnischen Filmen geht es hier ausgesprochen temporeich und dialoglastig zu. Was bist du nur für ein Mensch? Ich bin Holzfäller. Zurzeit arbeite ich was anderes. Fucking Bornholm ist eine sehr treffsicher beobachtete Midlife-Crisis-Tragikomödie aus Polen, in der man zwei Paaren beim Kriseln im Kurzurlaub zuschauen kann. Das ist mal schmerzlich und mal kathartisch befreiend lustig, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich selber gerade befindet. Die Liebe endet, wenn die Augen des anderen dich nicht mehr bewundern, wie du bist. Was ist mit Leidenschaft? Lange davor. Was machst du da? Ich versuche, diesen Urlaub zu retten. Ich hab damit kein Problem. Verdammter Scheißdreck! Kai sollte das nicht mitkriegen. Ich habe gerade einen Befehl von ganz oben bekommen aus der Redaktion und ich soll jetzt noch etwas über Social Media erzählen. Social Media ist ungesund. Sie sollten nicht zu viel Zeit auf so sozialen Plattformen verbringen. TikTok zerstört die Aufmerksamkeitsspanne, kann man gar keine Filme mehr gucken. Aber falls Sie ungesund leben wollen, dann können Sie uns natürlich auch auf Instagram folgen oder auf Letterboxd. Da finden Sie Ausschnitte aus unseren Filmkritiken. Oder Sie gucken auf YouTube vorbei, da kann man alle unsere vergangenen Sendungen nachholen oder auch einzelne Filmkritiken und Interviews. Handy aus! Wir sind hier im Kino. Bis nächsten Monat. Auf Wiedersehen.